Hallo und weit mein Teil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. In dieser Folge nehme ich euch mit auf einen spannenden Abendansatz. Ich war aber nicht alleine, ich hatte den Roland mit dabei. Roland ist interessierter Nichtjäger und fand das alles ganz spannend. Ich habe ihn eingeladen, mich zu begleiten bei diesem Abendansatz und dass der Roland mir eine ganze Menge Jagdglück mitgebracht hat, das seht ihr jetzt in den folgenden Bildern. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da, lasst mir ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video, macht's gut und Weidmannsheil! Die Farbe des Schweißes ist jetzt letztendlich entscheidend. Wo hast du getroffen? Das ist hellroter, schaumiger Schweiß. Yeah. Ne, das kann man hier erkennen. Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein Kammerschuss und Lungenschuss. So, das heißt, jetzt in der Praxis, hier siehst du es weiter. Yeah. Das heißt jetzt in der Praxis, wenn du diesen hellroten, schaumigen Schweiß siehst, dass das Stück, dass es sich auf jeden Fall um eine Todsuche handelt. Ja? Also, wenn du sowas siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass es tot ist. So, Problem ist jetzt hier. Hier ist kein Problem, ne? Weil hier haben wir offene Pläne. Das heißt, wenn das Stück in die Richtung gerannt wäre, dann würden wir es jetzt da irgendwie auf 80 Schritt auf dem Acker sehen. Das ist aber in den Mais gelaufen. Es kann ja auch mal in so einen dicken Brombeerverschlag reinlaufen oder sowas. Ne? Und der Schweiß gibt dir letztendlich jetzt immer einen Hinweis darauf, dass du jetzt auch nachgehen kannst. Da wird es jetzt schwierig, weil das macht ja mit drei Sätzen, drei Sprünge und dann ist es diese, weiß ich nicht, 20 Meter in die nächste Deckung reingelaufen. Ne? Und jetzt sehen wir es auf der Wärmebildkamera schon nicht mehr. Doch, hier sieht man es.
Also es ist so in die Richtung ab. Aber man sieht jetzt auf den ersten Metern keinen Schweiß. Kann verschiedene Ursachen haben. Hier ruhig ein Stück zurück. Treffpunkt gleich Haltepunkt. Hier ist der Einschuss. Dazu der passende Ausschuss und der Bock passt auch. Genau, und das ist jetzt das Verbrechen, ja, beziehungsweise man gibt den letzten Bissen einfach als Geste des Respekts vor der Kreatur. Dann zieht man in der Regel auch seinen Hut. Weidmannsheil. Dann sage ich Weidmannsdank.